Wir sind ja schon da. Warum sind wir denn schon drauf? Hallo. So, willkommen zurück bei Bonja. Wir spielen Mini-Metro. Die Entdeckung des Abends. Dieses Spiel ist so geil, um es mit Ginos Leckworten zu sagen. Geil. Es ist einfach, keine Ahnung. Wir spielen sogar noch Essen im Studio. Ich habe nichts gegessen. Also ich habe was gegessen, aber nicht im Studio. Ich habe Sushi gerade gegessen. So. So. Wir werden jetzt direkt weiter ins Spiel springen. So, das ist noch das Tutorial. Und ich habe gesagt, ich spiele das Tutorial so lange, bis ich sterbe. Das könnte gleich der Fall sein. Das sieht jetzt unübersichtlich aus. Aber, auf meinem Kontrollbildschirm ist die mittlere Linie, die eigentlich orange sein sollte, pink. Entweder ist der Monitor im Arsch oder mein Sichtfeld ist im Arsch. Boah, Alter. Das ist ja voll unheimlich. Das Zentrum meines Sichtfeldes hat ein anderes Farbspektrum als die Peripherie. What? Wenn ich so seitlich gucke und ich gucke, hab das nur im Augenwinkel, dann ist das Zentrum, also die Linie in der Mitte, die orange ist, ist orange. Wenn ich genau drauf gucke, ist genau die mittlere Linie pink oder so und die außenrum sind rot. Hä, bin ich bescheuert? Geh mal zum Arzt. Okay. Unser Problem war, also wir sind hier gerade ein bisschen am Hässeln. Augenkrebs. wir müssen, also die gelbe Linie hier, die ist eigentlich redundant. Das ist ein viel zu kleiner Kreis, den können wir kompensieren, indem wir die Linien hier einfach weiter verbinden. Und das heißt, wir machen das jetzt so. Wir killen komplett die gelbe Line. Nehmen das hier mit, nehmen das hier mit, nehmen das hier mit, nehmen wir den hier mit rein. Wie nehmen wir den? Das ist ein Dreieck, das ist ein geiles Dreieck. Hier oben die blaue Linie, will die ein geiles Dreieck haben? Ich sage mal nein. Will die hellblaue Linie hier einen Umweg fahren? Nein, ich sage mal nein. Was ist eigentlich hier los? Was ist hier das Problem? Warum? Die hier wird von zwei Stationen angefahren, ist aber unnötig meiner Meinung nach. Orange macht hier so einen Schlenker nach außen. Brauchen wir das? Muss dieser Schlenker hier sein? Oder können wir direkt fahren? Können wir nicht hier lieber den Schlenker machen? Natürlich haben wir dann Dreieck, Dreieck, Dreieck. Was nicht super geil ist. Aber wir lassen es erstmal so. Jetzt wird dir das mit dem Bild probiert, oder was? Nimm das Bild mit zum Arzt. Was ist das bitte? Ich verstehe nur Bahnhof. Narben, Mäntel und Chat. Wie ging der Run gestern aus nach dem Blackout? Den haben wir noch geschafft, den FTL-Run gestern. Ich habe das Ergebnis von dem Run auf Twitter gepostet. Heute Abend nach Mini-Metro wird es den nächsten FTL-Run geben. Aber im Moment bin ich völlig begeistert von diesem Spiel. Das ist einfach genau mein Game. Es ist super simpel, aber ist super deep. Und das befriedigt mich gerade auf ganz vielen Ebenen. Es ist ein fantastisches Spiel. So. So. Wir werden jetzt
Lies doch mal meine schlauen Nachrichten, Matteo. Okay. Ich lese diese Nachricht. Wenn ich versuche, durch den Bildschirm durchzugucken, Sicht fällt unscharf, wird die orangene Linie durch die blaue auch leicht pink. Ah. Vielleicht ist das für dich pink, weil sich Orange mit den anderen Farben vermischt. Das ist die Antwort. Also, tatsächlich wird die orangene Linie ein bisschen ins Pinke gezogen, dadurch, dass da drunter direkt eine blaue Linie verläuft. Das heißt, weil der Kontrollmonitor so weit weg ist, werden in meinem Gehirn Rot und Blau gemixt und das geht so in Richtung Lila-Pink. Das ist die Antwort. 100 Punkte für Franzi. Das Rätsel ist gelöst. So, wir machen jetzt den gelben Kreis. Also, grauer Star, THC hilft. Ja, vielleicht. Also, ich glaube, es hilft ja wirklich. So, wir ziehen eine gelbe Linie. Also, wir wollen jetzt ein gelbes System ziehen. Und zwar hier. Wir werden jetzt ein gelbes System hier aufbauen. Hier haben wir ganz viele Bahnhöfe, die ganzen Bahnhöfe, die hier völlig überlastet sind, die werden jetzt hier mit reingenommen. Und zwar so smart wie möglich. Auch wenn es hier doppelt gemoppelt wirkt. Das wird richtig geil. Wir haben sogar noch einen Tunnel über. Wow. So, Sekunde. Ich muss erstmal ein grobes Muster ziehen. Sekunde. Von hier aus würde ich jetzt gerne zu einem Viereck. Nicht zu einer Raute, zu einem Viereck. Finden wir hier ein Viereck. Schaut mal, auf dieser Seite ist nur ein Viereck hier. What the fuck? Okay, also wir haben hier Dreiecke, die können wir hier abliefern. Wir haben Kreise, wir haben hier das Viereck, da ist der Stern. Gibt es noch etwas, was sich hier lohnt? Ich würde sagen, nein. Das heißt, wir verbinden direkt. So, ist dadurch etwas hier redundant geworden? Weiß ich nicht. Zieh die grüne unten zwischen Dreieck und Raute mit auf den Kreis bei Rot dazwischen. Also, die grüne unten zwischen Dreieck und Raute. Zwischen Dreieck. Raute haben wir doch nur den hier, oder? Haben wir noch mehr Rauten? Zwischen Dreieck und Raute. Zieh die grüne unten zwischen Dreieck und Raute mit auf den Kreis bei Rot dazwischen. Hä, zwischen Dreieck und Raute ist doch das hier, oder nicht? Oder hier? Zwischen Dreieck und Raute mit auf... Hä, ich check's nicht. Er meint Dreieck und Rechteck. Hier gibt's keine Rechtecke, hier gibt's nur Quadrate. Hier gibt's keine Rechtecke. Das hier ist ein Quadrat. Wo ist bei Matteo unten? Ja, hier ist unten, aber die Raute gibt's nur hier oben. Ein Quadrat ist auch ein Rechteck. Ja, aber ein Rechteck ist kein Quadrat. Ach so. Stimmt, ihr habt recht. Okay, ich hab's verstanden. Jedes Quadrat. Ja, jetzt schreiben das alle 1000 Mal. Mann. Okay, ich hab's gecheckt. So, aber wo war das jetzt? Wo war jetzt das Problem? Also, Rechteck und... Also, wo soll ich das nochmal ziehen? Also, der Kreis rechts, wo grün und orange, gelb sich trifft. Grün, orange und gelb. Grün, orange und gelb. Hier ist der Kreis. Gelb sich treffen, grün rausnehmen, damit grün nicht dreimal hintereinander Kreise hat. Ach so, wir nehmen grün hier raus. Dann hat es aber trotzdem nochmal 3 Kreise hier. Wie wäre es, wenn wir das hier umdisponieren?
Das hier ist richtig schlecht hier. Kreis, Kreis, Kreis. Ah, wie kriegen wir das hier anders verbunden? Wir haben keine Tunnel mehr, ne? Wie kriegen wir die? Vielleicht kriegen wir den dahin. Dann haben wir bei Kreis, 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 Viereck. Unten grün zwischen Dreieck und Viereck liegt ein Kreis auf Rot. Da ziehst du grün drauf. Unten, also unten grün zwischen Dreieck und Viereck. Unten grün zwischen Dreieck und Viereck. Also hier. Einfach den Kreis bei grün raus und gelb rein. Einfach den Kreis bei grün raus und bei gelb rein. Den Kreis bei grün raus. Den hier? Oder den? Oh, wir können hier rüber. Und wir machen den nicht bei gelb rein, sondern wir machen den... Oh, shit. Wir lassen den so, oder? Guck mal, das ist auch richtig scheiße hier, dass dieses ganze... Obwohl, das haben wir gar nicht verbunden, ne? Kommt heute noch FTL? Ja, 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 FTL kommt noch. Marco sagt, später noch was anderes? Ja, wir spielen später noch einen FTL-Run Hardcore. Also, was heißt Hardcore? Auf normal, wir wollen ja alle Cruiser freischalten. Kreis auf Quadrat und dann grün, gelb, Mondgesicht ist doch easy. Chat muss sich was ausdenken, damit er weiß, welches Zeichen wir meinen. Marco will wieder ballern. Marco, wir ballern am Donnerstag wieder. Wenn dann Platz frei ist, bist du herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob ein Platz frei ist. Das kann ich dir nicht versprechen. Okay. Also, warte mal, ganz kurz. Wollen wir nicht jetzt einfach gucken, was passiert, wenn wir es laufen lassen? Wir lassen es mal laufen. Wir beobachten. So, wir haben zwei Waggons über. Wo brauchen wir die denn? Wo fährt denn die grüne Bahn? Die gelbe, da. So, wir werden jetzt direkt einen Waggon an gelb dranhängen. Weil der braucht das hier. Der macht das hier schon. Laufen lassen, ja. Okay, wo eskaliert's gerade? Wo eskaliert's gerade? Hier ist unterbesetzt. Also hier ist zu easy, glaube ich. Also hier ist gerade gar kein Problem. Hier ist ganz gut. Hier ist so ein bisschen stressig, glaube ich. Nee, passt aber auch noch. Okay, jetzt kommt hier ein Kreis dazu. Den lassen wir erstmal ein bisschen. Wir gucken, erstmal beobachten. Wo sind hier Problemstellen? Ich muss sagen, bisher läuft es sehr gut. Oh, fuck, hier. Okay, die grüne Linie. Orange ist... Wie viel haben wir denn auf Orange drauf? Wir haben hier voll viel auf Orange. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel auf Orange. Wie läuft denn grün? Wie läuft die grüne Bahn? Die läuft entgegengesetzt. So. Auf der grünen Bahn haben wir 1, 2 und dann 3 ohne Waggons. Okay, den Waggon heben wir uns nochmal auf. So, wie kriegen wir den hier connected? Oh, wir haben keine Tunnel mehr. Wir können nur von hier was mitnehmen. Das ist richtig schlecht. Was ist eigentlich mit dieser orangenen Linie hier? Die ist doch kacke gebaut. Guck mal, die muss 1 und 2-mal tunneln. Nur damit die Orange so verbindet. Das ist nicht gut. Wir müssen Orange umdisponieren.
So, Orange wird jetzt... Hier gibt es eine Kernsanierung. Demoria sagt, ich verstehe nicht, was er machen muss. Also Demoria, pass auf. Ich erkläre es einmal ganz kurz. Die Symbole hier sind alles Bahnhöfe. An den Bahnhöfen sind Passagiere, also Fahrgäste, die einsteigen wollen. Dieser Fahrgast, den man hier sieht, ist ein Dreieck. Das heißt, der möchte zu einem Dreiecksbahnhof. Das heißt, der möchte zum Beispiel hierhin. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Bahn lang schicken, wird er diesen Fahrgast mitnehmen und wird den an diesem hier wieder rauslassen. Das ist für alle so. Und wir müssen uns jetzt ein geschicktes System überlegen aus Bahnverbindungen plus Auslastung mit Zügen, die Leute so mitnehmen, dass sie wenigstens Wartezeiten entstehen. Wenn die Bahnhöfe zu voll sind, also zum Beispiel wie hier, dann fängt irgendwann so ein Timer an und wenn dieser Timer voll ist, sind wir tot. Wieso fahren die nicht einfach mit dem Taxi? Ja, dann würde es ja Mini-Taxi heißen. So, also, wir müssen das hier mit online bringen. Wir müssen alle Bahnhöfe verbinden. Wie kriegen wir den mit rein? So, ich sage, wir machen das folgendermaßen. Wir killen das. Und das. Nehmen diesen hier auch noch mit raus. Nehmen den hier mit rein. Der hier ist ein richtiger Problembahnhof, ey. Das ist so ein richtiger Problembahnhof. Man, das ist Kreis, Kreis, Kreis. Drei ist echt schon, boah. Hier ist Kreis. Grün ist hier, aber auch Kreis. Wie wäre es, wenn wir den hier connecten, hier grün wegnehmen? Dann haben wir zwei Kreise, das ist in Ordnung. Hier haben wir drei Kreise, was nicht so super hot ist. So, hier, zum Beispiel hier ist jetzt ein Bahnhof, der ist voll. Und jetzt haben wir hier so einen Timer und wenn der komplett vollgelaufen ist, sind wir tot. Das heißt, ich versuche jetzt dafür zu sorgen... Oh, es geht nicht. Geht das jetzt? Dass dieser Bahnhof hier möglichst geleert wird. Wir haben jetzt einen Waggon an die Bahn drangehängt. Oh, hier läuft es auch voll, aber da kommt gerade eine Bahn, die wird sich darum kümmern. Okay, der nimmt ordentlich mit. Ich glaube, das ist ganz gut, das System bisher. So, jetzt haben wir hier, nochmal einen Kreis. Dammit, wie viele Kreise sind hier? Oh, Oh, Maurice weiß schon gar nicht mehr, wo er die Kamera hin tun soll. Ich glaube, oben hier in der Ecke, da ist ja immer dieser Pfeil. Ich glaube, da wird es niemals stören, oder? Wenn wir die Kamera hier hinquetschen. Guck mal ganz kurz. Ja, hoch und jetzt hoch. Ich glaube, da wird es niemals stören, oder? Weil da ist ja dieser... Oder unten in die Mitte breit? Was haben wir die breit... Oder, aber dann sieht man die Farben. Aber diese Farben sind noch egal. Ist unten die Mitte nicht egal? Weil wen interessiert denn hier, wie viele Bahngleise wir haben? Das sehen wir doch so oder so. Was sagt denn der Chat? 120 APM in der Regie? Mach doch einfach mal ein Mini-Matteo. Ja, mach Mini-Mäntel. Oh, das geht. Hallo! Okay. So, wie kriegen wir den hier mit rein? Wie kriegen wir den Kreis hier mit rein? Eigentlich am liebsten so. Und dann ist er dazwischen. Wo ist der nächste Engpass? Ich glaube, die verteilen sich alle gerade ganz gut. Wir haben Freitag. Jeden Sonntag bekommen wir eine neue Bahn.
Oh, ey, das ist so eine entspannt, das ist so ein entspannendes Spiel. Die Musik und wie sich alles ordnet. Das erinnert mich. Wisst ihr, was geil wäre? Ich sage euch, okay, ich verkaufe euch, ich pitche jetzt die 1-Million-Dollar Spielidee. Und zwar genau das hier, genau dieses Spielprinzip. Also genau dieses Spielprinzip mit einem Ameisenstaat. Du hast einen Ameisenstaat und du musst versuchen von, also du hast erstmal nur die Königin. Du hast nur die Königin und die setzt die ganze Zeit Eier, Eier. Aus den Eiern kommen Ameisen. So, die laufen erstmal völlig diffus rum. Und du musst dann die Duftmarken setzen, weil Ameisen sind ja blind, die kommunizieren ja nur über so Duftspuren. Du musst die Duftspuren setzen und die Ameisen fangen dann an zu laufen. Und du musst dafür sorgen, dass deine Königin und dein Staat die ganze Zeit versorgt sind mit verschiedenem Essen. Und so expandierst du immer weiter, immer weiter. Und du baust eine riesige Ameisenkolonie. Das wäre so scheiße geil. Ich liebe Ameisen. Also, hier haben wir jetzt den nächsten Bahnhof, der vollläuft, und wir haben hier einen, der vollläuft. So, wir haben jetzt zwei Krisengebiete hier. Das heißt, wir müssen die Bahn umdisponieren. Welche Bahn hat gerade richtig wenig zu tun? Welche Bahn hat gerade... Oh, wir bauen eine Super Source gerade. Die Bahn hier. Und diese Bahn bekommt diesen Waggon. So, dann dieser Bahnhof wird mit reingenommen zu grün. Und wir umdisponieren diese Bahn auf blau. Und ja, das passt auch so. Hol die Lupe raus. Ist jetzt zu klein, Chat, oder ist es so gut? Vollbild bitte, Vollbild bitte. Oh, Maurice. Also die Lösung sieht nice aus, aber ich glaube, der Chat will echt Vollbild haben. Neuer Kreis oben. Oh, danke. Danke, Chat. Also ich weiß es nicht. Vollbild war schöner. Du, Maurice, mach mich klein. Die Leute wollen... Ich bin eh scheißegal. Also was wollen die Leute mein Gesicht sehen? Ich gucke die ganze Zeit eh nur auf den Bildschirm. Mach mich ruhig so klein, dass es nicht stört. Ja, perfekt. Hallo, ich bin Ameisenmäntel. So, die kriegen wir hier easy mit rein, indem wir das hier machen und das hier machen und das hier machen. Das ist der Triple Overkill. Ist das überhaupt nötig? Ich sage ja. Nee, die grüne können wir rausnehmen. Oder war nicht die grüne? Die grüne können wir rausnehmen, habe ich gesagt. So, wir nehmen nur blau mit dazu, weil blau... Oh, nee, blau wird aber auch gerade voll, ne? Wir haben Sonntag, wir kriegen gleich wieder mehr dazu. Aber wir müssen das ja auch mit reinnehmen. Damn it, wie kriegen wir das denn mit rein? Zum wievielten Mal spielst du das Spiel, Matteo? Ich habe das heute installiert. Das gerade noch. Wir spielen noch das Tutorial. Das ist das Tutorial gerade. Ich lerne das Spiel gerade kennen. So, wie kriegen wir das hier rein? Kann Ameisenmäntel mit den Zügen mitfahren? Ey, wie geil das wäre, wenn ich hier auf einem Zug mitfahren würde. Das ist ja richtig geil, aber es geht nicht. So, also, wir überlegen jetzt mal ganz kurz. Gelb ist hier völlig ausgelastet. Wir müssen den jetzt mit reinnehmen. Blau wird jetzt gerade hier entlastet. Sieht eigentlich ganz gut aus. Boah, wo nehmen wir den mit rein? Wir machen es folgendermaßen. Wir ziehen den hier mit hier hoch, nehmen den aber dafür raus. Ne, den nehmen wir nicht raus.
Das passt ja, das reicht auch. So, und dazwischen, also das sieht aus wie ein Umweg, aber das ist auf dieser Linie hier. Nee, das ist ja dann, obwohl zwei, nee, drei Kreise ist mir zu viel. Drei Kreise ist mir echt zu viel. Den können wir nicht mit reinnehmen. Wir müssen, Dreieck, Kreis, Kreis ist in Ordnung für mich. Wie kriegen wir den hier weg? Ich glaube, dazwischen. Boah, der wird auch gleich voll, ne? Wir haben hier gleich Major Problems. Hier ist überhaupt nichts. Okay, dann nicht. Der nimmt den mit. Heute noch FTL, ja. Der Run ist bald RIP. Ja, auf jeden Fall. Woche 11, neue Lok. Bahnlinie, nein. Waggons, ja. So. Wo wird's als nächstes eng? Hellblau ist so ein richtiger Flickenteppich. Ja, ich weiß, aber oh, die läuft voll. Aber das ist in Ordnung, das schafft er hier. Das schafft er. Wir haben hier, die Orangen ist ganz gut ausgelassen. Wir haben auf der Orangenen, die läuft hier richtig weit. Oh, wisst ihr, was ich gerade sehe? Guck mal hier. Die Orangene hat Kreis, 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 Kreis. Richtig schlecht, aber können wir nicht ändern, weil die nur andere Kreise sind. Dreieck, Kreis, Kreis, Dreieck, Dreieck, Kreis, Dreieck. Hier ist überhaupt kein Viereck mit dabei. Wie wäre es, wenn wir den hier rausnehmen? Hallo? Und hier einen Viereck mit dazu nehmen? Dann ist das, ist der hier frei. Und den hier benutzen wir jetzt, um... Ich krieg das aber nicht. Ich würde super gerne diese Kreisding hier zerstören. Es sind einfach zu viele Kreise. Boah, die laufen richtig schlecht an die Bahn. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen grün. Wir bauen grün weiter aus. Okay, ich weiß nicht genau. Warte mal. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? What the fuck? Das hier ist irgendwie schlecht. Also, dass da so eine Kante hier hinläuft, ist echt richtig schlecht. Wir können das so machen, dass der den mit nicht mitnimmt und hier hinläuft. Okay, das ist schon mal besser. Das ist schon mal besser. Okay. Fun Fact, ohne Nachtmodus wären schon 20 Zuschauer erblindet. Matteo ist zu klein. Ah, ich bin hier unten. So, okay, wir lassen die laufen. So, hier entsteht gerade ein Problem. Da kommt aber die blaue Bahn. Wir werden jetzt den Waggon hier benutzen. Und hier einen Triple-Waggon dran bauen. So, das hier wird gerade gelöst, das Problem. So, hier Triple-Waggon müsste das hier eigentlich lösen. Ja, löst es auch. Ist gerade was Neues entstanden, weil ich noch nicht sehe? Chat? Nein, ne? Okay. Jetzt läuft es hier voll. Der blaue wird da... Ist der blaue da dran? Ja. Der blaue wird da langlaufen. Das heißt, wir... Na wohl, das wird hier reichen. Ich würde ihm gerne einen Waggon geben, um ehrlich zu sein. Ja, wir geben dem... Obwohl, der ist leer. Aber wer hat hier einen Waggon, also wessen, welche Bahnlinie hat einen Waggon und der wird nicht
Full Capacity benutzt. Der ist voll. Oh, der läuft auch voll gerade. Der läuft aber gerade wieder ab, ne? Oder? Ne, der läuft voll. Leute. Okay, der nimmt das hier weg. Das ist in Ordnung. Wir müssen hier eine Dings hinsetzen. Und zwar eine, die andersrum läuft. Grün braucht mehr. Ja, genau. Grün haben wir gerade eben gesetzt. Du hast noch einen Zug. Genau, den habe ich gerade eben. Au! Den habe ich gerade eben auch gesetzt. Okay, das sieht gut aus. Das hier sieht eigentlich auch ganz okay aus. Da, wir haben ein neues Dreieck bekommen. Das Dreieck werden wir nicht hier oben mit reinnehmen, weil da haben wir schon eins. Wir werden das Dreieck in Blau mit reinnehmen. Und das hier entkoppeln. Und dafür werden wir die gelbe Linie über das Pizzastück laufen lassen. Oh, zwei neue im Süden auch. Ah, hier. Hier haben wir noch ein neues. Wir haben noch einen Tunnel. Wir haben noch einen Tunnel. Das bedeutet, wir können den hier lang laufen lassen. Wir nehmen den hier raus, weil es doppelt wäre. Der läuft also dran vorbei, läuft direkt zu dem. Ja, das reicht mir eigentlich auch schon. Beziehungsweise, guck mal hier, die Bahn kommt von hier. Das ist ein Viereck, Dreieck, Kreuz, Viereck. Da haben wir jetzt seit 1, 2, 3, 4 Stationen keinen Kreis mehr. Das heißt, wir könnten den Kreis hier mitnehmen. Ah, da kommen aber hier drei Kreise. Das heißt, wir nehmen da einen raus. Also, wir machen das so. Wir nehmen den Kreis hier mit rein. Dafür nehmen wir den Kreis hier raus und gehen direkt zum Dreieck. Was habe ich jetzt gemacht? Wollte ich nicht. So wollte ich das. So, dafür können wir hier... Blau ist da dran. Das ist das Tutorial, ja, ich weiß. Paladin sagt, 2K-Punkte hatte ich noch nicht, Matteo. Ja, das ist ja erst das Tutorial. Ich weiß ja gar nicht, ob das Hauptspiel... Das Hauptspiel ist wahrscheinlich schwerer oder so. Mal gucken. So, wo wird das nächste... Wo wird es hier voll? Okay, der wird hier voll. Das heißt, wir brauchen Grün. Grün läuft gerade. Hier ist eine grüne Bahn. Die wird aber noch brauchen, bis sie da ankommt. Ist ja schon, wir müssen jetzt gleich umdisponieren. Das heißt, Blau hat hier eigentlich gar nichts zu tun. Wir lassen den Grünen entgegen dem laufen. Haben wir einen Wagen, der gerade nicht benutzt wird. Und hier ist ein Dreierwagen. Boah, der ist alles voll. Okay, lassen wir so. Oh, da kommen ja zwei. Oh fuck, das habe ich nicht gesehen. Das ist ein Fehler gewesen. Das hätte ich mir sparen können. Guck mal, warum steht denn der die ganze Zeit da? Der fährt ja gar nicht weiter. Warum fährt er nicht weiter? Wir müssen ihn hier unten hinziehen. Können wir den? Kriegen wir den? Ja. So, wo kommt hier die nächste? Da kommt eine an. Die wird es aber auch gleich entlasten. Und da kommt eine an. Die wird es aber auch entlasten. Aber es läuft jetzt schon voll. Okay, wir haben 4 Züge auf der Linie, das reicht schon. Okay, die kriegen das hin. Okay, der holt es jetzt. Okay, easy game. Easy life, wir haben Samstag. Es ist Samstag. Okay, der läuft jetzt voll, da kommt aber schon der nächste. Und da kommen zwei, die entlasten den hier extrem. Der läuft jetzt voll, da kommt der blaue. Das dauert mir aber zu lang. So, wir nehmen den grünen hier und lassen den entgegenlaufen zu dem blauen. So, jetzt muss ich grün aber wieder verstärken, ich sehe das schon. Läuft es voll oder leer? Es läuft voll, wir sind tot.
Was ist hier das Problem? Hier wollen sau viele zu einem Dreieck. Da kommt doch einer, der entlastet uns. Das heißt, wir geben dem einen Waggon. Wir geben dem einen Waggon. Und zwar den hier. Okay, das hier wird ein bisschen knapp. Neue Lok. Ich will keine Tunnel, ich will Bahnlinien. Okay, den saven wir. Nice. Also die orangene Linie gefällt mir gerade gar nicht. Die orangene Linie ist gerade richtig. Oh, was, wir haben oben links ein Viereck. Was, wo haben wir ein Viereck bekommen? Links oben ein Viereck. Links. Oh, da. Da, da, da. Oh, das kommt aber gelegen. Das kommt sogar. Das ist eigentlich ganz nice. Das heißt, wir können. Wo bauen wir es am besten ein? Hier sind zwei Vierecke direkt nebeneinander. Hier haben wir auch ein Viereck. Hier ist auch ein Viereck. Okay, das ist gar nicht so geil, dieses Viereck. Grün. Ihr meint Grün dazu nehmen. Haben wir aber Viereck, Viereck. Dann können wir das Grüne vielleicht rausnehmen. So. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Okay. So, hier laufen wir gerade voll. Hier auch. Das Problem ist, ich glaube, wir müssen die Linie umbauen, sodass sie entlastet. Und zwar, wir nehmen den hier jetzt raus kurzzeitig und lassen das da drüber laufen. Und wir hängen dem. Wir lassen auf der blauen Linie jetzt noch eine Lok in die Richtung laufen. Läuft der voll, der läuft leer. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Verkleinere Rot und nutze Rosa im Südwesten. Rosa? Was ist denn Rosa? Ach, wir haben ja Rosa, stimmt. Genau, ich könnte, stimmt, ihr habt recht. Ich könnte Rot verkleinern und hier nochmal Rosa nutzen oder Gelb erweitern. Wir haben noch einen Tunnel. Ja, also ihr habt, glaube ich, recht. Ich muss Orange signifikant verkleinern. Die Strecke von Orange ist viel zu, also die ist viel zu krass ausladend. Also viel zu, die geht viel zu weit rum. So. Würde erstmal dein Dreieck links verbinden. Haben wir ein Dreieck? Wo ist das Dreieck links? Das da. Wo nehmen wir das mit rein? Wir müssen den ja erstmal abbauen hier. Oh, das wird schwierig. Da haben wir zwar Doppeldreieck, aber das müssen wir jetzt mal in Kauf nehmen, kurz. So, können wir noch die orangene Strecke verkleinern? Das hier gefällt mir nicht. Das hier ist einfach Kreis, 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 Kreis. Ich würde gerne pink oder rosa hier komplett vielleicht neu aufziehen. Wir haben noch ein Tunnelsystem. So, dann haben wir Kreis, 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 Dreieck, wieder Kreis, das nehmen wir raus. Dafür fahren wir hier oben beim Pentagon vorbei. Und die neue Linie
Du hast aber keine freie Lok. Aber eine neue Bahn gibt mir eine freie Lok, oder? Ist es nicht so, dass wenn man eine neue Bahnlinie erzeugt, dass dann direkt eine neue Lok mitfährt? Nope. Re? Ja. No, ja oder nope? Nein. Ich weiß nicht, was. Ja. Nein. Ja. Nein. Hä? Wir testen es einfach mal. So, wir nehmen den hier. Fahren hier rüber. Von Stern gehen wir zu Kreis. Von Kreis gehen wir zu Viereck. Von Viereck gehen wir zu Dreieck. Von Dreieck. Boah, sind nur Kreise, ne? Ist mir aber egal. Was haben wir da noch nicht hier? Wir haben hier Kreise, wir haben Sterne, wir haben drei. Wir haben bräuchten. Ich glaube, wir haben einfach eine A-B-Route. Wir machen hier erstmal eine A-B-Route. Laurel. Linie gleich Lok. So, wir gucken mal. Nee, irgendwie ist hier keine Lok. Hier kommt keine Lok. Oh oh. Aber wir haben hier orange entlastet. Deswegen werden wir... den hier draufsetzen. Die hast du da hingesetzt, was? Immer noch das Tutorial. Ja, wir sind noch im Tutorial drin. Wir sind noch nicht gestorben. Warum ist denn das rot? Gibt es andere Farben? Ah ne, das ist nur, weil man die sonst schlecht sehen würde, oder was? Oh, der überläuft gerade, aber ist in Ordnung. Der wird abgebaut. Wir haben Mittwoch. Noch scheint es okay zu laufen. Neuer Kreis oben rechts. den nehmen wir einfach mal normal mit rein. Und da oben... links auch. Ich weiß nicht, ob wir die drei Waggons hier brauchen, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt orange so sehr entlastet. Blau braucht jetzt mehr Power. Guck mal, wie voll die hier schon wird, die Bahn. Okay, das war, glaube ich, ein Fehler. Jetzt werden die zu voll. Ich muss hier die Waggons wegnehmen. Ich glaube, eine brauchen wir noch. Wir brauchen eine noch bei Orange. Beziehungsweise, wie viele laufen denn auf Grün? Grün ist ja voll die... super weite Strecke, aber die ist nicht so belastet scheinbar. So, Grün nimmt sich hier was mit. Da auch. Die braucht einen Waggon. Okay, hier haben wir ein Problem. Jetzt sterben wir wahrscheinlich. Was unten? Was? Ah, hier, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Chat, ihr habt recht. Danke, Chat. Wir sind aber gleich sowieso auch so RIP. Oh, das haben wir nicht gebraucht. Das hier rippt uns gerade.
Oh, oh. Es wird wieder voll. Fuck, Mann, was mache ich denn hier? Okay, der läuft voll, aber der wird hoffentlich gleich rausgenommen. Das, diese Linie hier ist richtig kacke. So, die läuft voll. Huhu. Okay, neue Lok, die können wir gut gebrauchen. Und Waggons können wir auch gut gebrauchen. Läuft es voll oder leer? Das läuft leer. Das wird gesaved. Das läuft voll, müsste aber gleich leer geladen werden. Der braucht einen Waggon. Der läuft voll, der läuft auch voll. Der wird aber gleich entlastet davon. Das ist richtig schlecht hier. Kreis, Kreis, Kreis. Dreieck. Viereck. Da sterben wir früher wahrscheinlich. Die Lok hier hebe ich mir noch auf, falls es irgendwo richtig brenzlig wird. Oh, zum Beispiel hier. Ist die voll? Haben wir da schon vier oder was? Oh oh, die blaue ist zu lang, sehe ich gerade. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen das hier umdisponieren. Die hier ist sowieso unausgelastet. Da können wir noch viel mehr, reinnehmen. Okay, die wird voll. Wie viel kann die hier rausnehmen? Nicht genug. Haben wir sonst noch irgendwelche Probleme? Die wird leer gerade. So, hier müssen wir gleich nochmal entlasten. Das reicht eher nicht. So, wir müssen jetzt eine auf der grünen entgegengesetzt fahren lassen, die hier abfährt. Und dann muss die abladen. Die muss irgendwo abladen. Oh, damn it, son. Ja, die eine Lok muss ich jetzt benutzen, glaube ich. Und zwar müssen wir die hier entgegengesetzt fahren lassen. Und zwar musst du die und die hier entlasten. Bevor die ankommt, geben wir dir noch einen Anhänger. Oh, da kam gerade ein Sub rein. Und zwar von dem hier. Du hast noch eine Lok für Rosa? Was? Nee. Der zweite Kreis ist, glaube ich, nicht in grün. Der hier? Doch, oder? Oder was meint ihr? Oh, fuck. Warum hat er die nicht... Ah, der hat die nicht mitgenommen. Das war das... Oh, das meint ihr. Oh, oh. der wird voll gerade, ne? Das heißt, wir werden jetzt hier... Das ist auch grün. Oh Mann, ey. Was ist mit grün los? Eins, zwei, drei. Haben wir eine vierte auf grün? Ja, da ist eine vierte auf grün. Wir müssen die hier entlasten irgendwie. Boah, wir müssen jetzt ein... Da müssen wir jetzt einen Shortcut hinlegen. Das wird uns jetzt killen. Da kommt eine blaue gerade angefahren. Die blaue wird uns jetzt den Arsch retten. Warum ist sie da lang gefahren? What the fuck?
Warum fährt die da lang? Hä? Die läuft auch gerade voll. Huiuiuiui. Huiuiuiui. Das hier schaffen wir nicht mehr. Wir dürfen auch nicht auf grün mehr ziehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, was mache ich da? Was habe ich hier getan? Oh shit. Oh shit, wir sind tot. Wir sind most likely dead. Wir sind most likely dead. Oh Gott. Fuck. Wir sind tot, wir sind tot. Wir sind. Oh. Fuck, war das knapp. Und jetzt, okay, jetzt werden wir hier sterben. Oh, der Kreis unten. Fuck, wir sind RIP. Warum geht das nicht? So, weil das zu hart ist. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Peoples. Das läuft auch voll. Okay, wir sind tot. Wir sind tot. Dreieck in der Mitte. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Dreieck, Dreieck, Viereck. Das läuft ab. Das hier müssen wir gerade... Also wir müssen das hier lösen. Das haben wir gelöst. Das haben wir gelöst. Wie lösen wir das hier? Mit einer Verbindung zu grün. Dann haben wir Kreis, Kreis, Kreis. Aber ist mir egal. Wir müssen das irgendwie lösen. Hellblau. Ist hellblau voll, oder was? Boah, shit. Haben wir hier eine Bahn, die gerade chillt? Warum geht das nicht? Ist die voll? Haben wir auf blau so viele? Gerade. Eins, zwei, drei... Ja, oben in der Mitte. Was ist oben in der Mitte? Oh, die läuft ja auch voll. Aber die holen wir gerade. Das schaffen wir vielleicht. Da können wir aber auf jeden Fall einen Waggon sparen. So. Wir müssen jetzt eigentlich Emergency-Umleitung hierhin machen. Also, der nächste blaue, der läuft hier. Den werden wir daran vorbeileiten. Der soll direkt dahin laufen. Okay, der wird auch voll. Hier, die chillt eigentlich die ganze Zeit. Da können wir hier mit rüber. Beziehungsweise, das machen wir mal anders. Nee, das muss aber schneller gehen. Das läuft ja schon richtig voll. Auf gelb läuft eine, oder? Ja. Okay, die ist voll. Oh. Matteo, jetzt sehe ich es auch. Die eine Linie ist pink. Bonja, wow. Ja. Erweiter doch mal rosa. Ja, wir können rosa auf jeden Fall hierhin erweitern. Beziehungsweise so erweitern. Aber wir müssen hierhin. Wir können sogar hierhin erweitern. Und dann dahin erweitern. Und dann dahin erweitern. Und das reicht dann erstmal. Aber wir müssen jetzt sofort, wir müssen jetzt instant die hier entlasten und die. Also die beiden hier, die rippen uns jetzt. Das heißt, wir nehmen jetzt runter. Der ist voll. Der wird aber gleich richtig abgeben.
Und dann wird die hier voll. Fuck, den dürfen wir nicht wegnehmen. Der muss hier clearen. So, der blaue Wagen hier. Ne, der hier. Den nehmen wir jetzt. Und wir lassen den. Oh, holy shit. Holy shit. Wir lassen den in der Richtung fahren. Und wir klatschen dem Waggons dran. Wir klatschen dem zwei Waggons dran. Gibt es hier Waggons, die nicht super belastet sind gerade? Ich glaube, das ist okay. Und kriegen wir noch einen Waggon, am liebsten von Orange. Okay, so mal schauen, was passiert. Ach, da kommt ja der Blaue auch, der hilft ja auch mit. Okay, der wird leer, der wird aber voll. Oh shit, der ist zu voll. Der wird nicht genug mitnehmen können. Können wir noch mehr Waggons dran klatschen? Nee, ne? Doch. Ach du heilige Scheiße. Der läuft jetzt hier auch voll. Blau ist jetzt überlastet und hier grün auch. Kommt ein Grüner? Da kommt ein Grüner. Der hat aber nicht viel Capacity. Der kann nicht viel abgeben. Der Punkt hier wird gesaved. Wird der Punkt hier gesaved? Gerade so ein bisschen. Blau wird hier ein Problem. Okay, der kommt hier angefahren, aber der ist schon zu voll. Oh! Holy shit! Holy shit! Oh, das hier läuft viel zu viel voll. Hier läuft viel zu viel gleichzeitig voll. So, also hier kommt einer. So, wenn der abgegeben hat, müssen wir hier weg. Der muss hier komplett das clearen. Hier kommt gelb reingefahren. Oh, hier ist ja alles voll mit drei. Die schaffen es gar nicht bis dahin. Die müssen ja hier abgegeben werden. Wir müssten hier eigentlich so einen Umschlagsbahnhof machen. Gleich Sonntag. Wenn wir es bis Sonntag schaffen würden, das wäre sick. Der läuft richtig voll. Oh fuck, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich hab den falsch rumgesetzt. Hallo? Oh fuck. Oh, aber wir sind eh tot. Das schaffe ich nicht mehr. Nee, da hätte ich smarter bauen müssen. Obwohl, hier kommt der Zug. Wie wäre es, wenn der hier nicht anhält? Direkt durchfährt? Und wie wäre es, wenn wir die hier rauslassen und direkt hier durchfahren? Okay, wo sterben wir als nächstes? Das läuft schon voll. Das heißt, wir nehmen den jetzt hier raus, fahren direkt hier runter, geben dem gleich noch einen Wagen. Der läuft auch voll. Wird er irgendwann hier mal gesaved? Oh Gott. Laut Matteo sind wir alle 10 Sekunden tot. Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit Stunden lang. Sind wir schon seit Stunden tot. So, der läuft voll. Wir nehmen die jetzt raus. Lassen ihn da direkt hinfahren. Nein, der muss da dran. Ja. Der braucht einen Waggon. Der kriegt einen gelben. Wo sterben wir denn jetzt gerade? Alter, wie voll ist das denn? So, okay, das hier wird voll, das hier wird voll, das auch. Hier wird es aber auch gerade voll. Haben wir auf... Ja, wir haben hier einen laufen. Der muss dahin. Wo fährt denn der lang?
Hallo? What? Okay, hier sind wir gleich. RIP. Da auch. Fuck, alter Schwede. Okay, das schaffen wir nicht mehr hier, oder? Kriegen wir da irgendeinen rübergezogen? Wer hat gerade nicht so viel zu tun? Der hier wird auch voll. Boah, wenn wir Sonntag... Wir haben von der Zeit her schaffen wir das einfach nicht mehr. So, das hier ist einfach Overkill, das ist zu viel. Wir brauchen nicht so viele Waggons. So, blau. Muss... Beide schaffen wir nicht mehr, oder? Fuck. Okay, wer ist am schlimmsten dran? Eigentlich, wir fahren von hier oben. Nein, wir müssen von hier lang fahren. Und wir müssen dem einen Waggon von hier geben. Eigentlich müssen die beide Waggons geben. In welche Richtung fährt er denn? Okay, der nimmt gleich mit. Das heißt, der kriegt noch einen Waggon. Hier. Da gehen wir auch gerade RIP. Alter Schwede. Okay, so. Wir kriegen den hier nicht mal leer. Okay, ist vorbei. Es ist vorbei. Haben wir noch irgendeine Chance, irgendwas zu retten? Wo sterben wir als erstes? Wir sterben als erstes hier. Okay, hier wird abgebaut gerade. Da auch, glaube ich. Hier sterben wir. Wie viele sind auf dem? 1, 2. Okay, wir können noch rüberziehen. Hier sterben wir aber auch gerade. Fuck. Ich glaube, das ist GG. Unten ist Ende. Hier ist vorbei, ne? Und hier aber auch. Okay, ist auf jeden Fall GG. Schaffen wir noch den Sonntag? Schaffen wir noch den Sonntag? Das ist die Frage. So, wo ist am ehesten RIP? Der fährt auch dran vorbei. Warum kriegen wir den dann nicht drauf? Das geht nicht. Hier kriegen wir einen drauf. Den kriegen wir dann nicht drauf, ne? Okay, das ist vorbei. Es ist vorbei. Wir kriegen den da nicht dahin. Wir können den hier rausnehmen. Dann lädt er da ab. Oh, Sonntag, please. Maybe Sonntag. Okay, wir sterben an dem hier und an dem. Ne, an dem hier. Okay, GG. Uah. Oh, warte mal, neue Woche. Bahnlinie, Umsteigebahnhof. Bahnlinie bringt uns nichts, oder? Warte mal, wir nehmen mal den Umsteigebahnhof. Wir sind tot. Okay, das war's. Huiuiui. Also, das war... Oh, fuck. Das war das Tutorial von Mini-Metro. Wir haben 91 Tage überlebt und haben 3.469 Fahrgäste transportiert. Alter Schwede, was ist denn das für ein Hardcore-Spiel, wenn das Tutorial schon so hardcore ist? Oh, okay. Auf die Stats schauen bitte. Wo sieht man die Stats? Kann ich Stats klicken? Hier? Okay. Tägliche Fahrten. Fahrten insgesamt. Also ne, tägliche Fahrten. Hier, boom. Wie das hier exponentiell einfach gestiegen ist. Holy shit. Oh. Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Fahrgäste. Wir sind RIP. Machen wir Statistik. Nein, die Global Stats auch. Was sind denn die Global Stats? Gesamtkapazität? Keine Ahnung. Oder was meint ihr mit Global Stats? Bevölkerung, Stationen, exponentiell plus 20.
Gibt es jetzt FTL? Das ist jetzt die Frage. Spielen wir jetzt schon FTL oder versuchen wir nochmal einen Run? Ich würde eigentlich jetzt FTL spielen. Also ich hab gerade extrem... Ein Menü, okay. Menü. Ich habe gerade extrem Bock auf dieses Spiel, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal dann. Also ich glaube, wann bin ich wieder im Studio? Oh, morgen spielen wir Rainbow Six. Donnerstag. Ich muss mal gucken. Also wir werden jetzt FTL spielen und weiter Schiffe freischalten. Das wird auch geil. Aber dieses Spiel ist unfassbar geil. Und ich glaube, ich würde mir da eine Challenge setzen, dass wir beim nächsten Mal versuchen, 5K zu erreichen. Also 5000. Und dann, wenn wir das geschafft haben, können wir die Challenges immer weiter ausbauen. So. Das war nur 30 Minuten Spielzeit übrigens. Durch die ganzen Pausen war das halt viel länger. 5K. Warum lachen Leute bei 5K? Ist es zu viel, zu wenig? Schafft er nicht? Rangliste, 5K never. Schaffen wir niemals 5K? 5K never, no pause, 5K. Nee, kein no pause. Die Städte werden schwieriger, man hat immer weniger. 5K ist unmöglich. Selbst Florentin hat keine 5K. Florentin spielt das, oder? Was hat denn Florentin für einen Highscore? Okay, dann wird unsere Challenge sein, Florentins Rekord zu brechen. Okay, findet heraus, was Florentins Rekord ist und wir versuchen, Florentins Rekord zu brechen. Was, hast du schon geschafft? Nein, oder? Was hat er denn für einen Rekord? Florentin, hast du schon? Was? Ach, Quatsch. Nein. Schau doch. Wie schaue ich das denn? Ach so. Das Hauptspiel ist natürlich wahrscheinlich bedeutend schwieriger, oder? In London 1400, glaube ich. Ist in jeder Stadt anders. Ach so. Okay, dann müssen wir erstmal das Hauptspiel spielen. Na gut, dann versuchen wir erstmal das Hauptspiel zu spielen. Dann versuchen wir, das zu schaffen. Schau einfach in die Rangliste. Wie schaue ich in die Rangliste? Ist hier Bestenleistung gespielt? Ist das hier die Rangliste? Hä, was ist das denn? Rang 1, 25.000. Rang 2, 4.800. Was hat denn der hier gemacht? Das war das Hauptspiel, wird hier gesagt. Zitzkam ist ein bekannter Hacker. Okay, scheinbar ist das hier nicht legit. Aber okay, dann ist 5K absolut unrealistisch, weil 5K wäre Weltrekord, wenn man nicht hackt. Also der erste ist 100% Cheat, wird dir gesagt. Was? Ich bin Rang 9 Global? Was? Hä? Hä? Das stimmt doch nicht. Was? Wir sind First Try Top 10 Global? Lol. What? Okay, nice. Ja, cool. Ja, dann haben wir noch eine blendende... Vielleicht sollten wir aufhören mit Minimetro. Vielleicht ist das hier der Peak von unserer Existenz. Vielleicht geht nicht mehr. Lol. Okay, cool. Easy Top 10. Na gut, auf jeden Fall werde ich wieder Minimetro spielen. Das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Und wir werden jetzt... Übrigens, das ist London. Das ist hier nicht... Das war nicht das Tutorial. Das war einfach London, was wir gespielt haben, glaube ich. Weil sonst würden wir dort da nicht in den besten Listen auftauchen. Ich glaube, wir haben einfach ganz normal London gespielt. Ich glaube, das Erste, was wir ausprobiert haben, wo ich dann einfach neu gestartet habe, das war das Tutorial. Tutorial ist gleich London. Ja, ist das erste Level. Krass, okay. Dann sind wir... Können wir jetzt Paris auswählen? Was ist da die besten Liste? Okay, dann versuchen wir... Wir können ja versuchen, uns in jeder... In jeder Map in die Top-10-Liste rein zu... Oh, Berlin, hätte ich auch Bock drauf.
Nice. Unfassbar geiles Spiel. Super simpel, aber auch irgendwie komplex. Es ist geil. Richtig geiles Spiel. Gut. Das Spiel gibt es auch bei GOG. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut gerne mal vorbei bei GOG. Wenn ihr unseren Link dazu benutzt, dann kriegen wir davon einen Share. Da freut sich GOG und wir freuen uns auch. Und wir beenden das Ganze jetzt. Ah, das war jetzt der Überraschungshit. Mini Metro ist der absolute Überraschungshit heute gewesen. Richtig nices Game. Das ist richtig geil. London, die Stadt, die schlimmsten U-Bahn. Wo ist das Bondra F? Das wurde entfernt, weil man darf auf Twitch keine Emotes benutzen, die nur einen einzelnen Buchstaben haben, weil sonst kann man sich daraus Wörter bauen, die dann gebannt werden. Also zum Beispiel aus dem F könnte man Falafel schreiben und Falafel ist ja ein gebanntes Wort auf Twitch.